Und hier sitzt sie jetzt im Studio. Guten Abend, Frau Meier. Guten Abend, Herr Senfter. Frau Meier, was kann denn Ihre Nominierung zur Landesrätin jetzt noch verhindern? Also, da ist einiges noch möglich. Es ist eigentlich noch offen. Sie wissen, und für mich persönlich ist das wichtig, dass ich das kurz anspreche. Ich habe ja auch einmal kurze Zeit gezweifelt, ob ich herkommen soll, weil solange nichts spruchreif ist, solange nichts wirklich auch unter Dach und Fach ist, ist es schwierig und auch eigentlich nicht meine Art, über etwas zu sprechen, wovon man noch nicht weiß, wird das dann effektiv so sein. Es ist schwierig derzeit mit den drei italienischen Koalitionspartnern. Es soll angeblich heute zu einer Einigung kommen. Übermorgen soll der Landeshauptmann gewählt werden, der dann wiederum 10 Tage Zeit hat, praktisch einzuberufen, um die Landesregierung zu bestellen. Das heißt, es bleibt an den Freiheitlichen wird die neue Landesregierung jetzt nicht mehr scheitern? Wir haben von Anfang an gesagt, damit es überhaupt ein freiheitliches Mittun gibt, ist das Programm wichtig. Und hier ist es wichtig, dass wir eigentlich immer Wort gehalten haben und auch immer eine ganz klare Linie gezeigt haben. Wir haben gesagt, es muss ein Programm geben, das klar eine freiheitliche Handschrift auch trägt. Und das ist uns gelungen. Es hat zähe Verhandlungen gegeben, aber das ist uns gelungen. Das Programm kann sich sehen lassen. Sprechen wir über das Programm, will ich noch ausführlich sprechen, Frau Meier. In erster Linie interessiert mich aber jetzt einmal Sie als Person. Wie gehen denn Sie damit um, eben aus der Opposition, 20 Jahre in der Opposition, künftig sozusagen im Landtag die Seite zu wechseln und da auf der Regierungsbank zu sitzen? Das wird sich zeigen. Ich glaube, eines klar sagen zu können, dass ich mich als Person und als Mensch nicht ändern werde. Das habe ich in den letzten 20 Jahren nicht getan. Ich bin mir selbst als Politikerin immer treu geblieben, auch meiner politischen Linie immer treu geblieben. Nach 20 Jahren im Südtiroler Landtag, und Sie haben es vorhin selbst gesagt, auch in sehr bewegten Zeiten mit Höhen und Tiefen, mit teilweise oft auch harten Auseinandersetzungen, aber auch, und das ist mir wichtig zu unterstreichen, mit sehr vielen Momenten, die auch das Herz erwärmen, sieht es jetzt so aus, aus freiheitlicher Sicht, dass wir in die Regierungsverantwortung gehen. Das ist dann ganz klar, dass das etwas mit der eigenen Wahrnehmung macht, sicher auch mit der öffentlichen Darstellung, ohne vermessen zu klingen oder arrogant rüberkommen zu wollen, darf ich auch sagen, ein bisschen ist persönliche Genugtuung auch dabei. Ich weiß, dass ich in der Südtiroler Politik eine streitbare Frau bin, eben weil ich so bin, wie ich bin. Und ich glaube aber auch, dass sich jetzt ganz klar gezeigt hat, dass diese Auseinandersetzungen, die ich führen durfte, vielleicht auch führen musste, die haben sich bezahlt gemacht. Und ich sehe das so als eine Art Reifeprozess, nicht nur von mir selbst, sondern auch von der Partei, die jetzt eben die Möglichkeit hat, freiheitliche Inhalte, freiheitliche Forderungen, die aus der Opposition herausgekommen sind, wirklich auch in die Realität umzusetzen. Und da werden jetzt natürlich Forderungen, Aussagen ein anderes Gewicht bekommen, da sie politisch auch entscheidend sein werden. Wie geht man aber damit um? Jetzt waren Sie 20 Jahre lang in der Opposition, in den vergangenen 10 Jahren war Landeshauptmann Arno Kompatscher Ihr größter Widersacher, wenn man so sagen will, oder die Figur, wo man die meisten Kritiken, 10 Jahre die meisten Kritiken angebracht hat. Und jetzt sitzt man mit ihm an einem Tisch und verhandelt ein Koalitionspapier aus. Kann man da so einfach umschalten und sagen, vom Feind zum Freund? Als Feind würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Er ist ein politischer Mitbewerber, war oft Gegner, oft auch unser Förderer im Landtag. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass uns ja auch viele Anträge gerade durch Landeshauptmann Arno Kompatscher angenommen wurden. Nur diese Anträge haben wenig Wertigkeit, da sie ja teilweise dann auch nicht umgesetzt werden. Wie man damit umgeht, ganz einfach. Unser Auftrag war es,
ein Programm zu erstellen. Es ist klar, dass es sich hierbei in dieser Konstellation um keine Liebeshochzeit handelt. Also wir sind alle untereinander nicht verliebt. Es sind auch keine Schmetterlinge im Bauch, wie es sonst so üblich ist. Man hat sich sehr gut vorbereitet. Wir sind bereits in die Sondierungsgespräche schon sehr gut vorbereitet hingegangen, haben da schon die Erfahrung gemacht, dass von Seiten der SVP ein größeres Interesse besteht, als das noch vor 5 Jahren der Fall war. Und man geht einfach Step. Warum? Haben Sie eine Erklärung dafür? Na, ich glaube, beim Sondieren hat man schon ein bisschen geliebäugelt zwischen uns Freiheitlichen und damals noch dem Team K. Und jedenfalls hat man beim Sondieren verstanden, es ist mehr Interesse hier. Also es war auch ein anderes, das Gespräch lief auf einer anderen Ebene ab. Man hat wirklich so ausgewogen, was sind absolute Dinge, die nicht gehen und so weiter. Und wir Freiheitlichen waren auch in dieser Geschichte seit jeher offen. Veto hat es von unserer Seite nie gegen irgendjemand gegeben, weil wir gesagt haben, wir sind in einer Demokratie und wir sprechen mit allen. Und das, was wir hier jetzt zustande gebracht haben, sehen wir nüchtern, rein pragmatisch, eine reine Arbeitskoalition und keine Wahlallianz. Hätten Sie sich aber mal vorgestellt, mit den Fratelli d'Italia überhaupt nein, in der Regierung zu sitzen? Nein, das sage ich ganz offen. Nein, und wahrscheinlich auch andere nicht. Und wir haben das so in 3 Ebenen eingeteilt. Ich kann verstehen, dass ganz viele Südtiroler besorgt sind, Bauchschmerzen haben und diese Konstellation auch ablehnen. Wir haben gesagt, von der symbolischen Ebene, die eine starke Ebene ist, gerade durch die Beteiligung von Fratelli d'Italia, haben wir dafür auch vollstes Verständnis. Und da ist es auch bei uns intern zu sehr kontroversen Diskussionen. Freude haben wir alle keine, das muss man ganz offen sagen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass bestimmte Themen eben gerade in dieser Konstellation möglich sind. Urfreiheitliche Themen, die vorangebracht werden, sind eben in dieser Konstellation möglich sind. Dann gibt es eine politische Ebene, ein Koalitionsprogramm, das ich sehen lassen kann, wo es keine Mängel gibt und auch keine Einseitigkeiten. Das ist auch gelungen. Und dann natürlich die inhaltliche Ebene und auch die politische Ebene. Die Probleme sind klar, die wollen wir lösen. Und ich bin der Meinung, die können wir auch lösen. Und eben die inhaltliche Ebene in dieser Konstellation sind freiheitliche Themen eben sicher einfacher umsetzbar, als dies mit Linksparteien möglich wäre. Das klingt ja alles sehr gut, Frau Mayer. Aber glauben Sie, dass Sie die Basis Ihrer Partei damit erreichen, damit erklären können, wieso Sie in diese Landesregierung damit hineingehen? Schauen Sie, die freiheitliche Basis weiß seit über 20 Jahren. Die Freiheitlichen sind immer mit diesem klaren Ziel auch angetreten, dass man irgendwann einmal Verantwortung übernimmt. Und ich sage es Ihnen wirklich ganz ehrlich, vor 10 Jahren, als wir die großen Wahlsieger waren, und Sie haben es vorhin gesagt, ich war meistgewählte Frau und so weiter, das mag alles sein. Wir hatten den Rückhalt auch der Wählerschaft. Da hätte es sich die ganze Geschichte vielleicht anders angefühlt. Aber ich habe auch gelernt, dass es in den letzten Wochen und jetzt aus der Distanz, aus diesen 3 Monaten heraus auch, zur Bildung einer Koalition und eines Programmes nicht unbedingt, da ist es nicht relevant, ob sich Wahlgewinner oder Wahlsieger an den Tisch setzen, sondern es ist auch nicht relevant die letzte Wahl, sondern die nächste Wahl ist bereits relevant und noch relevanter ist, ob man gut verhandelt, ob man sich durchsetzen kann, ob man hart in der Sache geblieben ist und das sind wir und wir stellen das ja auch fest, diesen Anspruch, den die Freiheitlichen seit jeher hatten, mit einem breiten Wahlprogramm und Parteiprogramm, mit dem wir immer aufgetreten sind, also sehr umfangreich. Wir haben uns nie auf ein paar populistische Themen oder so versteift, sondern waren sehr breit aufgestellt.
mit diesem klaren Gedanken. Und ich habe halt auch gesehen, dass es in der Politik manchmal schnell gehen kann und sich manchmal eine Tür aufmacht, auch zu einem Zeitpunkt, wo man es sich vielleicht am wenigsten erwartet. Und meine Mitstreiter und ich haben halt auch gesehen, es kann, auch wenn es immer ein Ritt auf der Rasierklinge bleibt und Risiken in sich birgt, das wissen wir ganz genau, aber es kann auch eine Chance sein. Frau Mayer, nehmen wir das Beispiel Brixen her. Dort finden bald Gemeindewahlen statt. Dort hat sich der Freiheitliche Gemeinderat, der tritt nicht mehr an, auch aus Gründen, weil die Freiheitlichen jetzt mit im Boot der Koalition sitzen. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass nicht alle einverstanden sind mit diesem Weg? Nein, das ist eine billige Ausrede. Und gerade mit dem Gemeinderat in Brixen hat es auch sehr wenig Kontakt gegeben, war kaum erreichbar. Sein Sohn tritt auf einer anderen Liste an. Ich vermute eher, dass dies ein Argument sein wird, aber es gibt nichts zu beschönigen. Und ich habe es vorhin... Es geht um diesen Unmut in der Basis. Ja, aber das hat nichts mit Fratelli d'Italia zu tun. Also, woran liegt es dann? Sehr viele, die Unmut äußern, werden auch ernst genommen. Die hört man sich auch an. Und vieles, wirklich vieles, kann man auch sachlich argumentieren. Die Fratelli d'Italia, das sagen wir in aller Deutlichkeit, interessieren uns am Rande wirklich nur peripher. Der große, ich will jetzt nicht sagen Gegner, wenn wir ab übermorgen Partner sind, aber das bleibt schon die Volkspartei. Also aufzupassen haben wir schon auf die Südtiroler Volkspartei und was die daraus machen wird. Und heißt das aber dann im Umkehrschluss für die Gemeinden, wo man ja früher mal, ich glaube, mehr als 130 Gemeinderäte im ganzen Land gestellt hat, zu Hochzeiten? Über 50 Gemeinden. Heißt das dann, dass man künftig auch ein möglicher Koalitionspartner in den Gemeinden darstellt oder ist da der Wind ein anderer? Nein, da ist der Wind ein anderer. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Zusammenschlüssen auf Gemeindeebene zu tun, dass das jetzt in Brixen wahrscheinlich nicht klappen wird. Das bedauere ich, aber man muss der Ehrlichkeit halber wirklich sagen, wie die Dinge auch sind. Wir haben keine große Personaldecke. Unser engster Kern war jetzt wirklich wochenlang mit diesen Verhandlungen beschäftigt und das ist jetzt alles sehr schnell gegangen. Wir dachten wirklich, dass wir das Team zusammen haben. Wir hätten auch Leute. Es ist jetzt noch abzuklären, ob wir eine Listenverbindung eingehen und sonst wird in Brixen halt dieses Mal ohne Freiheitlichen die Wahl stattfinden. Das bedauere ich, aber ich mache jetzt auch kein riesengroßes Drama draus, denn die Dinge sind gelaufen, wie sie gelaufen sind. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, braucht man sich da jetzt, es ist einfach so, dass wir wirklich beschäftigt waren mit dieser Geschichte. Frau Mayer, bei der letzten Landtagswahl, also bei den Landtagswahlen, haben Sie 4,9% der Stimmen erhalten. Mhm. Wie wollen denn die Freiheitlichen diese Koalition nutzen, um durchzustarten und nicht komplett unter die Räder zu kommen? Schauen Sie, ganz viele, ob es Journalisten waren, Kritiker, Gegner, irgendwelche Linke, haben uns ja im Vorfeld schon, auch politische Mitbewerber, vorausgesagt, ja klar, die Südtiroler Volkspartei holt sich die kleinen Freiheitlichen herein, die sind billig zu haben, die lassen sich sicher kaufen, über den Tisch ziehen und so weiter. Weit gefehlt, wir haben die allermeisten überrascht mit diesem Programm. Also ohne jetzt groß tun zu wollen, aber es ist uns mit diesem Programm wirklich sehr viel gelungen, was uns ganz viele nicht zugetraut haben. Man hat den Eindruck im Wahlkampf gehabt, dass die Freiheitlichen schon einen sehr zurückhaltenden Wahlkampf gemacht haben, in einer Art und Weise, um sich dann auch als möglicher Koalitionspartner ins Spiel bringen zu können. Na, das war, also Herr Senfter, das darf ich Ihnen wirklich sagen, das war nicht das Ansinnen, sondern wir waren einfach unter einer Führung, die auch teilweise schläfrig unterwegs war. Das muss man ganz offen sagen. Und also Sie hätten einen anderen Wahlkampf gemacht, wenn Sie dafür verantwortlich gewesen wären? Ich hätte mir von Neuden einen anderen Wahlkampf gewünscht. Ich selbst, das stimmt, ich bin in den letzten Jahren auch durch meinen persönlichen Reifeprozess und durch diese Erfahrung, die ich politisch, aber auch zwischenmenschlich in all diesen Jahren in der Politik machen durfte,
ruhiger geworden. Die Themen, die Forderungen sind immer die gleichen geblieben. Da sind wir nie von der Schiene abgekommen. Aber wir haben einen leiseren Wahlkampf geführt. Es gibt mittlerweile andere Parteien, die uns imitieren. So wie wir vor 20 Jahren Wahlkampf gemacht haben, machen in dies jetzt andere Parteien, die den Wahlkampf auch besser in den sozialen Netzwerken gemacht haben. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Aber unser Ansinnen war damals noch nicht. Wir haben auf Journalistenfragen vor den Wahlen immer gesagt, wenn Gespräche gewünscht sind, dann werden wir freiheitlich in diese Gespräche auch führen. Nicht um jeden Preis. Uns geht es auch nicht um Posten, sondern wirklich in dieser ganzen Geschichte, wenn schon, sehen wir jetzt die Chance und die Möglichkeit, urfreiheitliche Forderungen, viele Lösungsansätze, die wir beim leistbaren Wohnen haben, die wir in der Sicherheit haben, die wir in der Schule haben, zum Ehrenamt, auch in sozialen Anliegen und so weiter, die können wir jetzt in die Tat umsetzen. Und ich bin da relativ guter Dinge, dass das auch gelingen wird, auch außerhalb der Ressorts, die wir erhalten werden. Wir wollen in den Ressorts, die wir erhalten, natürlich starke Akzente setzen. Aber natürlich haben wir auch quer durch alle anderen Ressorts unsere Handschrift drinnen. Und damit dies gelingen kann, haben wir ja den Koalitionsausschuss, den wir bereits beim Sondierungsgespräch verlangt haben, dass wir nur eventuell bereit sind, hineinzugehen, wenn dieses Organ kommt. Denn bei 5 Parteien ist es extrem wichtig, dass wir ein Monitoring-Organ sozusagen haben, dass die Arbeiten der Landesräte immer wieder überprüft, immer wieder sagt, so weit, so gut, aber im Programm steht das, denn ich habe nach 20 Jahren und 4 Landesregierungen auch die Erfahrung gemacht, dass Papier geduldig ist, dass sich alle mit ihren Ressorts beschäftigen und letzten Endes eigentlich keiner mehr weiß, was wir eigentlich wollten und geschrieben haben. Und deswegen wird es unsere Aufgabe sein, auch hier eine treibende Rolle einzunehmen und treibende Kraft zu sein. Und ich denke auch, dass es der Partei gut gelingen wird. Die Partei muss sich weder neu aufstellen noch neu erfinden, sondern einfach frei heraus freiheitliche Politik machen, wie sie derzeit in ganz Europa stark stattfindet. Und bei dieser Veränderung, die stattfindet, wollen wir eben vorne dabei sein. Sie haben davor gesagt, also uns ist es nicht um Posten gegangen. Wäre denn für Sie auch in Frage gekommen, in diese Landesregierung zu gehen, ohne in der Landesregierung vertreten zu sein? Wir haben immer gesagt, zuerst das Programm und dann sprechen wir eventuell über alles Weitere. Wir haben gesagt, wenn wir... Wäre das für Sie in Frage gekommen? Das wäre für die Südtiroler Volkspartei nicht in Frage gekommen. Aus welchem Grund? Das müssen Sie andere fragen. Also, die es haben wurde von Ihnen angeboten. Ich habe sogar angeboten, meinem Kollegen den Vortritt zu lassen. Das war so gewünscht. Du bist die meistgewählte deiner Liste. Viele sagen, du verdienst es dir. Das kann ich nicht beurteilen. Ich sage nur, was viele Leute sagen. Und wir haben gesagt, wenn wir wirklich das Programm aus freiheitlicher Sicht positiv abschließen, dann reden wir alles Weitere. Und wenn, dann muss es etwas sein, wo wir gestalten können. Ich sage Ihnen heute natürlich nicht, welche Ressorts dies sein werden, aber die Freiheitlichen werden gestalten. Wieso hat man eigentlich Andreas Leiter-Reber in dieser ganzen Koalitionsdebatte, in den Koalitionsverhandlungen eigentlich nie gesehen? Andreas Leiter-Reber war am Verhandlungstisch, war in den Arbeitsgruppen dabei und wir haben ausgezeichnete Rückmeldungen. Er war in der Top-Gruppe drinnen, wo auch seine Kompetenzen liegen und wir haben wirklich Rückmeldungen. Also sozusagen hat er von hinten oder aus dem stillen Kämmerlein gearbeitet, was das anbelangt. Ja, es braucht Zeit. Also wir waren wirklich wochenlang, jeden Tag von 8:30 bis spät abends teilweise am Verhandlungstisch. Und da hat die Partei ganz klar gesagt, wer diese Personen sind. Uli Maier, Otto Malknecht und Florian von Arch, der als sogenannter Sekretär am Verhandlungstisch fungiert hat. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass wir ein Top-Team hatten, dass wir die richtigen Leute am Tisch sitzen hatten. Zum einen mich als Erfahrung, die auch den Landeshauptmann sehr gut kennt. Und glauben Sie mir, das war vonnöten. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit Otto Malknecht, der sehr hartnäckig auch war. Ein Thema, das muss ich ansprechen, das ist dieser Medienbeirat, der im Koalitionspapier drinnen steht. Da sind wir Journalisten alles andere als damit einverstanden. Können Sie das verstehen? Ich musste zu Beginn ein bisschen schmunzeln auch, weil
als sich die ersten Meldungen, als sich die überhäuft haben, das war genau das, was ich befürchtet habe, das passiert. Wenn ich mich an die Diskussionen am Verhandlungstisch zurückerinnere, es war komplett das Gegenteil als das, was die Journalisten daraus gemacht haben. Also da war nie von Einflussnahme die Rede und glauben Sie mir eines und das dürfen. Aber das steht in diesem Papier drin. Das steht überhaupt nicht drinnen. Was haben wir denn falsch verstanden? Sie zitieren als Rai Südtirol seit einer Woche überhaupt einen falschen Text. Wir zitieren denn das, Text, was wir bekommen. Wie Sie wissen, ja, der Text wurde letzte Woche, als die SVP ihre Sitzung hatte, an die Medien gespielt und alle Medien haben sich auf diesen Entwurf gestürzt, wobei ja klar war, wir Freiheitlichen hatten erst um 19 Uhr die Sitzung. Wir haben gesagt dann gleich im Anschluss an die Sitzung, dass einige Themen nachzuverhandeln sind, dass uns auch beispielsweise beim Umweltschutz noch etwas aber wird fehlt. Wird es diesen Medienbeirat geben? Es wird einen Medienbeirat geben und wie ich heute vernommen habe, auch mit der Unterstützung jetzt der Gewerkschaften, da sich dieses Gremium jetzt auch aus Experten und den Gewerkschaften, der Journalisten und der Presse zusammensetzt. Das war, gelinde gesagt, ein Lapsus, denn genau darüber haben wir auch im am Koalitionstisch gesprochen. Ursprünglich wollten wir ja den Südtiroler Rundfunkbeirat. Sie erinnern sich an die Debatte in der vergangenen Legislatur. Wo ist der Unterschied zwischen einem Medienbeirat und einem Rundfunkbeirat? Der Südtiroler Rundfunkbeirat hätte einzig und allein die Aufgabe, öffentlich-rechtlich, also RAI und ORF, zu monitorieren, Daten zu sammeln und zu analysieren, was eine ausgewogene Berichterstattung anbelangt und auch was die Präsenz und die Ausgewogenheit zwischen politischer Opposition und Mehrheit anbelangt, wie es ihn in anderen Ländern auch gibt. Das Problem ist, wir haben zwar auf Staatsebene die Vigilanzerei, das bringt aber sehr wenig und es wäre Landesbeirat für Kommunikationswesen. Es wäre verlorene Liebesmühe, wenn ich heute etwas vielleicht in der deutschen Reihe oder ladinischen Reihe zu bemängeln hätte und mich da an dieses Gremium wende. Herausgekommen ist dann diese Geschichte, die privaten Medien mit einzubeziehen, war nicht unser Wunsch, absolut nicht. Aber noch einmal, es geht um Medienpluralismus, um eine weiterhin auch um eine Förderung und es geht um diesen Medienbeirat, der nichts mit all dem zu tun hat, was Journalisten gesagt haben. Und bitte seien Sie ein bisschen selbstbewusster und denken Sie nicht gleich, weil jetzt halt Rechte am Tisch sitzen, Diktatur und Zensur. Also das ist absolut nicht das Ansinnen. Es geht um das Grundrecht der freien Berichterstattung, und, Frau Mayer, das muss gewährleistet sein. Und ich als eine, die Medien, die Meinungsfreiheit wirklich ausgelebt hat, wird dieses Recht auch immer für Journalisten hochtragen. Da werde ich Bezug nehmen auf Sie. Sehr gerne. Frau Mayer, zum Abschluss noch eine kurze Antwort. Werden Sie Ihren Ansprüchen, die Sie in den vergangenen 20 Jahren gehabt haben, in der Opposition als Landesrätin gerecht werden? Das denke ich schon. Dankeschön. Es geht um Südtirol und es geht um seine Menschen. Danke, Frau Mayer. Danke, Herr Senfter.